In diesem Video soll es um Inklusion und Gender als zwei Bereiche gehen, die sich gut an die ausführliche Darstellung der interkulturellen Musikpädagogik anschließen lassen. An dieser Stelle spreche ich zunächst kurz über Inklusion, auch wenn für einen wirklich umfassenden Überblick leider zu diesem Zeitpunkt kein Platz bleibt. Das soll aber nicht bedeuten, dass es kein wichtiges und aktuelles Themengebiet in der Musikpädagogik ist, ganz im Gegenteil. Interessant finde ich, dass es einige personelle Überschneidungen gibt, wenn man schaut, wer zu dem Thema veröffentlicht hat. Vor allen Dingen ist da eine Person zu nennen, die immer wieder in den, ich sage mal, Grenzbereichen zwischen interkultureller Musikpädagogik und Inklusion Texte geschrieben und Material zusammengestellt hat. Irmgard Merkt. Sie selbst hatte als Professorin an der TU Dortmund von 1991 bis 2014 einen Lehrstuhl inne, der schwerpunktmäßig der Sonderpädagogik bzw. Musiktherapie zugeordnet war. In dieser Zeit initiierte sie zahlreiche große Veranstaltungen wie das Festival Intakt und verschiedene musikalische Angebote für Menschen mit und ohne Behinderung. Außerdem war sie federführend beim Aufbau des Vereins Intakt e.V., der seit Ende der 90er Jahre musikalische Angebote für Menschen mit Behinderung unterstützt und selbst durchführt. Erst im Jahr 2019 hat sie ein Buch zum Thema veröffentlicht, welches vor allem im historischen Kapitel einmal sehr gut und klar die Geschichte hinter dem Begriff der Inklusion und seiner Herleitung aus der Integration zusammenfasst. Das ist deshalb so wichtig, weil an dieser Schnittstelle so viele verschiedene Themen zusammenkommen. Das Thema Inklusion im Musikunterricht berührt einerseits die Geschichte und Entwicklung des deutschen Schulwesens mit seiner großen Anzahl an verschiedenen Hilfs- und Sonderschulen. Hier hat sich eine parallele Schulwelt entwickelt, wie sie in keinem anderen Land so ausgeprägt ist. Natürlich wurde auch entsprechend in der Fachdidaktik weitergearbeitet, was zu engen Verbindungen zur Musiktherapie führte. Trotzdem blieb aber die sonderpädagogische Musikpädagogik zumindest in meiner Wahrnehmung eher auf ein Randthema beschränkt und wurde nicht unbedingt von den Musikpädagogen und Musikpädagoginnen in anderen Kontexten aufgegriffen und diskutiert. Spätestens mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 wurde Inklusion als Schlagwort auf breiter Basis bekannt und die Konsequenzen für die allgemeinbildende Schule und das Sonderschulwesen klarer. Es wurde immer deutlicher, dass es in der Inklusion nicht mehr nur noch um die Teilhabe von Behinderten geht, sondern dass ganz im Gegenteil alle möglichen Formen von Ein- und Ausschlüssen von Individuen und Gruppen aus der Gesellschaft Beachtung finden müssen. Die Forderung nach einem ressourcenorientierten Blick auf Schülerinnen und Schüler setzte sich immer mehr durch. Auch wenn heute jedes Bundesland letztendlich einen eigenen Weg geht, der je nach politischer Lage mehr oder weniger konsequent die Forderung nach gemeinsamer Beschulung aller Kinder umsetzt, so ist doch in den Köpfen einiges passiert, behaupte ich einmal. In den meisten Lehramtsstudien sind Veranstaltungen zur Inklusion vorgesehen und auch in der Musikpädagogik setzt sich das Thema mehr und mehr durch. Das sieht man zum Beispiel daran, wenn Professuren für Inklusion in der Musikpädagogik ausgeschrieben werden oder an der Anzahl an Artikeln, die zum Thema veröffentlicht werden. Was allerdings aus meiner Sicht immer noch fehlt, ist eine überzeugende und umfassende Konzeption zum inklusiven Musikunterricht. Es gibt einige Ansätze, wie und in welchem Verhältnis sich Musik und Inklusion im Unterricht zueinander verhalten könnten. Am überzeugendsten finde ich die Übersicht von Björn Tischler, der musiktherapeutische und musikalische Anteile zueinander in eine veränderbare Beziehung setzt, was auch eine gewisse Flexibilität im Unterricht sichtbar macht. Auch in Merkts Buch findet man einige Hinweise, wie sich Inhalte so organisieren ließen, dass sie inklusiven Musikunterricht ermöglichen. Aber am Ende bleibt für mich immer noch die Frage offen, ob es letztendlich eine Didaktik des inklusiven Musikunterrichts überhaupt geben kann bzw. muss. Aus meiner eigenen Erfahrung im inklusiven Musikunterricht habe ich vor allem mitgenommen, dass es nicht darum geht, bestimmte didaktische oder musikalische Entscheidungen zu treffen, die grundsätzlich anders wären als in einem normalen Musikunterricht.
Stattdessen hatte ich vielmehr den Eindruck, dass es für gelingende Inklusion wichtig ist, guten Musikunterricht zu gestalten. Wobei ich mir darüber im Klaren bin, dass schon allein diese Aussage an sich strittig ist, denn was guter Musikunterricht sein könnte, darüber gab es bisher keinen Konsens und wird es auch niemals geben können. Die normative Setzung von Zielen und Vorstellungen im Unterricht ist ein wesentliches Problemfeld pädagogischer Professionalität. Im Vorwort des Buches schreibt Merkt dann auch ganz in diesem Sinne Folgendes: Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernbedingungen in einer Klasse oder Gruppe brauchen nicht verschiedene Unterrichtskonzepte, sondern eines, das auf ihre Verschiedenheit reagiert. Der hier vorgelegte Text versteht sich als Entwurf einer Musikdidaktik für die inklusive Schule, für die eine Schule für Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigungen, für Kinder und Jugendliche aus den unterschiedlichsten Milieus und Herkunftskulturen. Manchmal heißt diese Schule bereits gemeinsame Schule oder eine Schule für alle. Vielleicht heißt sie in Zukunft einfach nur Schule. Der Musikunterricht in dieser Schule hieße dann nicht inklusiver oder interkultureller Unterricht, sondern einfach nur Musikunterricht. Was man dem Buch von Merkt wirklich zugute halten kann, ist, dass sie die Geschichte der Inklusion sorgfältig aufarbeitet und dass verschiedene Themen aus Musiktherapie und sonderpädagogischer Musikpädagogik mit einbezogen werden. Merkt geht auf aktuelle Forschungsliteratur ein und weitet den Blick immer wieder über die Grenzen des Faches hinaus. Wenn ich selbst das Buch allerdings als Musikdidaktik für die eine Schule lese, dann fehlt mir doch noch einiges. Mit den 3x5 konzentrischen Kreisen bietet Merkt zwar eine Grundstruktur für den inklusiven Musikunterricht an, aber, und das ist jetzt wirklich meine ganz persönliche Meinung, ich finde es noch nicht überzeugend. Ich denke, dass es durchaus möglich wäre, das Besondere des inklusiven Musikunterrichts noch klarer und strukturierter zu fassen. Ich hoffe, dass die nächsten Jahre in diesem Bereich der Musikpädagogik eine fruchtbare Weiterentwicklung bringen, sodass ich dieses Video in ein paar Jahren noch einmal neu drehen muss, weil die Inhalte sich in der Zwischenzeit überholt haben. Nach dem Blick auf Inklusion werde ich zum Schluss auch noch einmal über Gender-Thematiken im Musikunterricht sprechen. Wäre ich chronologisch vorgegangen, so hätte ich das Thema sicher vor Inklusion stellen müssen. Denn die Auseinandersetzung mit Frauen- und Geschlechterforschung und ihrer Bedeutung in der Musikpädagogik begann schon in den 80er Jahren. In Texten von Eva Rieger oder Freier Hoffmann ging es unter anderem um die Aufarbeitung der mangelnden Wahrnehmung von Frauen als Musikerinnen und Komponistinnen im Musikunterricht aus einer zunächst eher musikwissenschaftlich geprägten Sichtweise. Dass das Thema in den 90ern für die Wissenschaftlerinnen und Praktikerinnen der Musikpädagogik zunehmend Bedeutung gewann, konnte man daran erkennen, dass es 1992 für die Jahrestagung des AMF vorgeschlagen wurde und 1995 dann umgesetzt wurde. 1996 erschien entsprechend der Tagungsband »Geschlechtsspezifische Aspekte des Musiklernens« mit einer ganzen Reihe von Artikeln zum Thema. Darin ging es zum Beispiel um geschlechtsspezifische Aspekte der Mediennutzung, wie zum Beispiel Videoclips, aber auch um historische Themen oder um Instrumentalspezifisches. Seit diesem Zeitpunkt gab es immer wieder sowohl theoretische als auch eher praxisorientierte Publikationen mit dem Schwerpunkt Gender. Oft auch weiterhin aus dem Bereich der Popularmusik und Medien. Hier wurde offensichtlich in der Praxis ein Bedarf bzw. ein Ungleichgewicht gesehen. Auf der anderen Seite ist und war die Debatte um Geschlechterforschung bzw. Genderforschung auch in der Musikpädagogik nicht unumstritten, worauf Ilka Siedenburg erst im Jahr 2015 wieder hingewiesen hat. Tatsächlich begegnet man nicht selten kritischen oder ambivalenten Haltungen im Hinblick auf Genderfragen. Ein gewisser Unmut mag auch daraus resultieren, dass das Thema Geschlechtergerechtigkeit in Bezug auf Bildungsprozesse bis in die Gegenwart hinein nicht selten recht hitzig diskutiert wird.
Debatten, in denen eine vermeintliche Benachteiligung des einen oder des anderen Geschlechts thematisiert wird, wecken auch heute noch viele Emotionen. Darüber hinaus wird auch das Problem erkannt, dass Geschlechterdifferenzen durch solche Diskussionen unter Umständen mehr Gewicht erhalten als zuvor, auch wenn das Gegenteil beabsichtigt wird. Nach dem PISA-Schock Anfang der 2000er Jahre verändert sich die Debatte zunehmend. Vorher waren Mädchen und Frauen eher als benachteiligt angesehen und man bemühte sich, innerhalb von Schule oder durch außerschulische Angebote diese Benachteiligung durch spezifische Förderung aufzufangen. In den 2000er Jahren aber verschob sich, auch angeregt durch die immer intensivere und differenziertere Diskussion um die verschiedenen Diskriminierungskategorien und Formen, die Diskussion immer mehr hin zu einer Sichtweise auf gendersensiblen und gendergerechten Unterricht. Hier konnten dann genauso gut potenzielle Benachteiligungen von Jungen im Musikunterricht zum Thema werden, wie das im Jahr 2002 zum Beispiel Andreas Lehmann-Wermser in einem Artikel tat, der den Titel trug »Vom Verschwinden der Jungen im Musikunterricht«. In den letzten 10 Jahren sind einige Themen empirisch aufgearbeitet worden, die Gender-Aspekte mit untersuchten, ohne dabei aber in die eine oder andere Richtung zu polarisieren. Zum Beispiel ging es dabei um musikalische Sozialisation, Berufswahlprozesse, den Musikunterricht aus Schülersicht oder Instrumentenwahl. Dass Gender-Thematiken auch in Zukunft nicht aus der Musikpädagogik wegzudenken sein werden und immer in einem komplexen Gefüge aus praktischen Beobachtungen und Bedeutungszuschreibungen stehen werden, darauf weist Siedenburg nachdrücklich hin, was Sie zum Abschluss im Bonusvideo nachhören können. An dieser Stelle ist mein wirklich sehr kurzer Überblick über Inklusion und Gender im Musikunterricht für den Moment am Ende angelangt. Mir ist bewusst, dass es hier sicher noch viel mehr Details zu erzählen gäbe und viele spannende Geschichten darauf warten, erzählt und gelesen zu werden. Doch hier soll es ja vor allem um musikdidaktische Konzeptionen gehen. Und in dieser Hinsicht haben beide Themen ihre Grenzen, weil sie weniger aus einer fachimmanenten Perspektive auf den Musikunterricht schauen, sondern eher aus einer gesellschaftlichen Perspektive heraus. Daher machen wir an dieser Stelle Schluss und beschäftigen uns im nächsten Video mit Lebensweltorientierung bzw. Topos-Didaktik.